Hallo und herzlich willkommen hier zurück bei Bird of Play. Ich bin der Lutz und wir sind hier wieder bei der Star Trek Online Schiffswerft und diesmal mit dem wissenschaftlichen Sternkreuzer K6. Nehmen wir sie lieber, die wissenschaftliche Odyssee-Klasse, einverstanden. Ich hatte ja letztes Jahr im Sommer, ich weiß nicht mehr, war es kurz vorm Sommer, Mai, am Ende Mai, Anfang Juni, dann war es also noch vorm Sommer. Ich bin mir gerade nicht mehr sicher, aber ich hatte auf jeden Fall letztes Jahr meine taktische Odyssee vorgestellt, damals noch mit meinen taktischen Schorn. Ja, ich habe hier mittlerweile gewechselt auf einen technischen Schorn. Nein, auf jeden Fall hatte ich ja damals die taktische Odyssee vorgestellt und in der Zeit habe ich mich mit Sensory öfters darüber unterhalten, dass er die wissenschaftliche Odyssee hat und dass er denkt, dass die taktische besser ist und so weiter und so fort. Und sehr viele Sachen sind auch bei Cryptic in der Zeit passiert. Und zwar hat mich das immer so ein bisschen gewundert. Ihr müsst mal darauf achten, alle Trailer, wo eine Odyssee drin vorkommt, die, ich weiß nicht mehr, ab letzten Sommer oder. Nee, ich glaube, seitdem sie diese Schiffe hier veröffentlicht haben, die K6 Odyssey-Klassen. Da ist mir aufgefallen, dass die Enterprise F immer die wissenschaftliche neue K6 Odyssey war. Und sei es in Trailern oder sei es damals, als sie angekündigt haben, dass man sich diese Modelle, was man jetzt leider nicht mehr machen kann, was nicht mehr kommen wird, dass man sich ja sein Schiff ausdrucken lassen kann, dass man dann so ein kleines Modell hat, oder das heißt ein kleines Modell, es war ja eigentlich so groß, das Modell, ja. Auf jeden Fall hatte dann halt Cryptic eine dieser wissenschaftlichen Odysseys ausgedruckt in der Hand, in dieser Modellform, und da stand drauf NCC 1701F. Das fand ich interessant, also auf gut Deutsch. Ich weiß nicht, was Cryptic vorhat, aber eventuell werden wir sehen, dass die Enterprise F ein Refit bekommt zu diesem Schiff hier. Und das hatte mein Interesse geweckt. Und wie gesagt, Sensory hat die ganze Zeit gesagt, ja, ach, die taktische Odyssee ist besser und ich hätte die lieber. Und naja, ich habe mir dann das Schiff mal angeguckt und denke mir so, nee, nicht zwingend. Wirklich nicht zwingend. Und naja, dann kam das Geburtstagsevent von Sto. Dann waren die Schiffe alle im Angebot. Und dann habe ich mir das Schiff geholt. Und nicht nur die wissenschaftliche Odi, sondern auch gleich noch die technische Odi. Jetzt habe ich alle drei K6-Versionen der Odyssey-Klasse und ich gebe zu, ich bereue es mir nicht, die geholt zu haben, weil ich bin immer noch hellauf begeistert von dem Schiff. Aber es gibt keine technische Odyssey. Ich fliege entweder die taktische oder die wissenschaftliche, obwohl ich sagen muss, ich glaube, die wissenschaftliche wird meine Lieblingsversion dieser Odyssey werden. Auf jeden Fall habe ich mir jetzt gedacht, ich stelle euch endlich mal mein Bild vor. Ich bin sehr, sehr zufrieden mit diesem Bild und ich muss echt sagen, ein Jahr nach Release dieses Schiffes und das Ding ist immer noch ein Biest. Es ist sagenhaft. Ja, lass uns aber erstmal anfangen. Das, was ich über das Schiff denke, werde ich dann nochmal erwähnt im Fazit. Auf jeden Fall haben wir hier Standard, natürlich Standard üblich. Ich fliege meine Schiffe nach Star Trek kennen. Föderation fliegt deswegen Phaser. Ja, Crit D mal 3 und Crit D mal 2 und Pennwaffen. Ja, wie nicht anders von mir zu erwarten. Das fliege ich jetzt immer. Oh, mir fällt gerade auf, ich habe nur eine einzigste Crit D mal 2, eine einzige, entschuldigt bitte, Crit D mal 2 und Pennwaffe. Sehr, sehr interessant. Ja, aber ist nicht so schlimm. Quantenphasentorpedo, Quantenphasenbeam und Quantenphasenkonsole. Alle aus der Episode Sonnenaufgang. Und ist einfach Standard bei mir geworden, wenn ich ein Phaser-Bild fliege, dass ich die mit habe. Ja, nur noch mal zur Erinnerung, was der Set-Bonus ist, aber da haben wir ja schon öfter drüber gesprochen. Ja, alle drei Teile nehme ich mit. Ich als alter Torpedo-Junkie, da muss das schon sein. Gut. Als nächstes haben wir da, wie immer, das Ikonianer-Set. Auch dazu habe ich schon öfter mal was gesagt. Auch das ist, wie heißt es schön auf Englisch, unstable. Unstable. Nein, staple sozusagen. ja, alle Mark 13, ultra rare, weil, oder extrem selten auf Deutsch,
weil ich ja mit meinem TOS-Charakter alle Reputations auf Level 5 habe. Deswegen habe ich das freischalten können, dass ich auch auf allen Charakteren alles gleich aus dem Reputation-System auf Mark 13 ultra selten, extrem selten, entschuldigt. Entschuldigung, bitte, ich wurfte schon wieder alles zusammen. Dass ich halt alle Gegenstände aus dem Ruf gleich upgraded bekomme, aufgewertet bekomme. Das ist das, was ich gerade sagen wollte. Und ja, hier sind nochmal die Set-Bonis. Wie gesagt, schon einige Male drüber gesprochen. Deswegen skippen wir das jetzt mal in Anführungsstrichen so ein bisschen. Gut, als nächstes kommen wir dann auch schon zu den Konsolen. Plasmonischer Sauger. Offensichtlich die Quantenphasen-Konverterkonsole hatten wir ja eben schon. Zeitlinienstabilisator. Hier wird etwas sehr Interessantes gleich geschehen. Dazu kommen wir aber gleich, weil das sind hier die drei Standardkonsolen. Die nehme ich immer noch immer mit. Weiterhin standardmäßig nehme ich hier die Plasma-erzeugenden Waffensignaturverstärker aus der romulanischen Botschaft, die Bedrohungsgeneration erhöhen. Viermal. Die Odyssee kann das tanken. Plus ich bin auf dem Techniker. Ich will hoffen, dass ich das tanken kann. Also gib mir vier, die Bedrohung erhöhen. Scheiß drauf. Und zwei taktische Konsolen. Zwei Schwachstellenlokalisierer, Phaser aus dem Fleet Spire. Auch hier Standard und nur zwei Konsolen. Und glaubt mir, es reicht. Ich bin selber baff. Mir ist auch schon öfters aufgefallen bei Schiffen, die mehrere, was heißt mehrere, die vier oder fünf taktische Konsolen haben, ist mir aufgefallen, dass das DPS-Forum da gerne auch mal universelle Konsolen mittlerweile reintut. Wenn, ja, wenn die Konsole halt dementsprechend ist, dass man auf taktische Konsolen verzichten kann. Also zwei taktische Konsolen nur noch zu haben, ist gar nicht mal so schlimm. Finde ich sehr, sehr interessant. Jetzt kommen wir zu was Interessantem. Also, wir haben hier aus der taktischen Odyssee den taktischen Flaggschiff-Computer. Gucken wir mal, was kann der? Das Ziel kann Flottenwaffenbeschleunigung weder einsetzen noch davon profitieren für 60 Sekunden. Man sollte vielleicht nochmal dazu sagen, Team plus Feuerrate plus Windrate plus Fluggeschwindigkeit. Der Odyssee ist relativ langsam, hört sich ja nicht schlecht an. Also wie gesagt, kann Flottenwaffenbeschleunigung weder einsetzen noch davon profitieren. Ich gebe zu, ich weiß gerade nicht unbedingt, was eine Flottenwaffenbeschleunigung ist, aber okay. Aber wir kriegen auf jeden Fall plus 50% Fluggeschwindigkeit für 15 Sekunden und plus 50% Wendgeschwindigkeit für 15 Sekunden. Ja, her damit. Jetzt kommt was sehr, sehr Schönes. Und zwar plus 33 Waffenzyklustempo für Energiewaffen für 15 Sekunden. Leider ist das Ganze nur alle 2 Minuten einsetzbar, aber ich denke mal, wenn wir es öfter einsetzen, könnte ich öfterer. Ich rieche schlechtes Deutsch in der Luft. Aber auf jeden Fall, wenn wir das öfter einsetzen können, ich glaube, das wäre ein bisschen OP. Dann haben wir hier das ablative Notsystem. Das Schiff, die Quatsch, die Konsole ist aus der technischen K6 Odyssee. Da sehen wir erstmal sehr interessante Bonis. Plus 17,8 gesamter Energiewiderstand und plus 3,3% maximale Hülle. Das heißt, wir können ein wenig mehr tanken, ein bisschen mehr Damage nehmen. Das ist sehr, sehr schön. Bonus auf Schaden und Schadenswiderstand plus 50. Alle Widerstand Bonus für 30 Sekunden. Effekt wird auf 75 verstärkt, wenn Trefferpunkte 50% oder weniger betragen. Alle Wetter. Das nenne ich mal Damage Widerstandsbonus ohne Ende. Und das war auch schon wieder Denglisch ohne Ende auf jeden Fall. Ach, herrlich. Aber wir kriegen Damage Resistance ohne Ende. Wir kriegen Widerstand ohne Ende. Und dann steht da einfach so plus 30% alle Schäden für 30 Sekunden. Effekt wird auf 45% verstärkt, wenn Trefferpunkte 50% oder weniger betragen. Eine Sekunde mal heißt das gerade, dass dieser Computer unsere Waffen verstärkt. Yep, das tut er. Na, Halleluja, her damit. Eingebaut. Auch das können wir wieder nur alle 2 Minuten einsetzen. Aber wie gesagt, ne, wir haben ein bisschen OP. Wenn wir das noch öfter tun könnten. Jetzt kommt was Interessantes. Und zwar Zeitlinienstabilisator gehört mit zu diesem Set.
Es ist ein Vierer-Set-Bonus. Ich könnte jetzt rein theoretisch noch die Konsole der wissenschaftlichen Odyssee hier mit einbauen. Das habe ich allerdings nicht getan. Ja, Zeitlinienstabilisator gehört auch noch mit zu diesem Set. Und deswegen haben wir jetzt zwei Bonis, nicht drei Bonis. Ich hoffe, ihr habt das jetzt verstanden. Ich denke nicht. Flaggschiff-Modifizierung ist unser erster Set-Boni. Plus 2% kritische Trefferchance und plus 5, plus 3 Wendgeschwindigkeit im Flug. Was für ein schöner Set-Bonus. Und dein tödliche Antwort. Das passt eher zu dem klingonischen Flaggschiff, oder? Naja. Wenn sie Schaden erleiden, während eine Schildseite erschöpft ist, 10% Chance auf tödliche Antwort bis zu dreimal stapelbar. Auf selbst 2500 vorübergehende Trefferpunkte für 10 Sekunden. Auf selbst plus 10% alle Schäden für 10 Sekunden. Schon wieder. Wir kriegen Resistance, beziehungsweise wir kriegen mehr Trefferpunkte, nicht Resistance. Aber wir kriegen gleichzeitig auch noch 10% mehr Schaden. Was ist denn das? Das ist herrlich, das ist cool. Ja, und den letzten Boni, den habe ich nicht, weil ich ja die letzte Konsole nicht mit habe. Mir fällt gerade ein, wir haben gar nicht geguckt, was haben wir hier eigentlich für Bonis beim Flaggschiff-Computer. Plus 17,8 gerichteter Energieschaden. Oh, nochmal mehr Damage. Mehr Damage, mehr Damage, mehr Damage. Her damit, nehme ich. Also ich muss echt sagen, diese Sets und diese Konsolen. Mir gefällt das. Ich kriege gleichzeitig mehr Tank und gleichzeitig mehr Damage. Nehme ich. Also absolut. Gut. Kommen wir als nächstes zu den Raumschiff-Meistereigenschaften. Plus 25 physischer Schaden, Widerstand und kritischer Widerstand. Dann auf Level 2 regeneriert 888,8 Hülle. Interessante Zahl. 1,5% ihres aktuellen maximalen Wertes. Alle 3 Sekunden im Weltraum. Doppelte Regeneration außerhalb des Kampfes. Hübsch. Auf Level 3 plus 25 gesamter Energiewiderstand und Strahlungswiderstand. Auf Level 4 haben wir dann 10% mehr Höhentrefferpunkte. Wenn wir Level 5 erreichen, kriegen wir diesen wunderschönen Raumschiff-Trade Schachmatt, der wirklich extrem interessant wäre für mich, auf einem wissenschaftlichen Charakter zu fliegen, hätte ich bei Jane diesen fünften Slot freigeschalten, damit ich fünf Raumschifffähigkeiten mitnehmen kann. Aber Schachmatt liest sich wie Butter, die man aufs Brot schmiert. Kann man Butter lesen? Ich glaube nicht. Exotischer Schaden und Partikelschaden werden durch Kontrollfähigkeiten von Brückenoffizieren verstärkt. Plus 30 Projektilwaffenschaden für 15 Sekunden und plus 30 exotischer Schaden für 15 Sekunden. Oh, herrlich. Ich habe mich aber nicht mit dabei, weil auch hier bei Sean habe ich das Problem. Ich habe hier nicht den fünften Slot freigeschalten. Aber darauf komme ich gleich nochmal zu sprechen. Herrlich. Schachmatt, herrlicher Trade. Ehrlich. Ja. Das haben wir, das haben wir. Gucken wir uns mal ganz kurz noch die Werte an. 71.000 Hülle, alle Wetter und 10.076 Schildtrefferpunkte. Das nehme ich doch auf jeden Fall mal mit. Jetzt gucken wir mal ganz kurz. Wir haben eine Wendgeschwindigkeit von 13. Ja, ist relativ träge, ist aber akzeptabel. Ja, dann haben wir Genauigkeitsbonus 36,7. Kritische Trefferchance ist nur bei 16,1. Vielleicht ein bisschen niedrig. Kritischer Trefferschaden ist bei 77,5. Ja, das ist relativ okay. Ja, gucken wir uns unsere Damage Resistance an. Kinetischer Widerstand ist bei 31%. Der Rest ist alles auf 30,5. Ja, ich muss schon sagen, das sieht relativ solide aus. Dann haben wir hier mein Skill, standardüblich. Wir gehen hier primär auf Taktik, danach kommt Technik, danach kommt Wissenschaft. Aber ja, ist, wie gesagt, das ist ja hier der Standard-Skill. Da ist jetzt nichts großartig modifiziert, außer dass ich einmal Projektilwaffen geskillt habe, weil ich halt gerne Torpedos mitnehme. Dann nehmen wir natürlich wieder mit Spionage. Oh, nicht natürlich. Ich nehme hier noch Spionageoffizier mit. Und Stratege. Stratege ist noch nicht. Oh.
Da habe ich doch glatt vergessen, einen Punkt zu verteilen. Ja, wie ihr seht, ich bin gerade dabei, Stratege zu leveln. Ich möchte nicht wissen, wie hier Zeitagent aussieht. Oh, richtig, noch nichts gemacht. Deswegen nehme ich hier noch Intel mit. Ja. Kann ich aber noch die Spionageflotte mitnehmen. Ist auf jeden Fall nicht schlecht. Das sind momentan die beiden, die ich mitnehme. Ich würde euch aber empfehlen, Spionage zu wechseln, sobald ihr Zeitagent habt. Ja, oder generell hätte ich Zeitagent schon freigeschalten, würde ich hier auch Zeitagent nehmen. Aber ja, wie gesagt, ich bin ja hier noch nicht mal fertig mit Stratege. Und diesmal bin ich so klug und wechsle nicht einfach so auf Zeitagent, wenn ich das überhaupt noch nicht gelevelt habe. Wo war das letztens? Ach, richtig, ich glaube, die NX, da hatte ich diesen Fehler gemacht. Ja. Eigenschaften, Eigenschaften, Eigenschaften. Und da wird man eines sehen, auch hier wieder Idiot Standard, intensiver Fokus, fluider Kokon, inspirierender Anführer, Momentum, hoch. Ich will euch das durchlesen lassen. Wie gesagt, wir haben das schon so oft drüber gesprochen. Ich denke mal, da kann man jetzt ein bisschen schneller durchgehen. Steuermann. Kühler Kopf. Strahlenwaffenausbildung. Einfach bloß aus dem ganz einfachen Grund. Ich habe bei Sean noch nicht die Traits freigeschalten, die man vom F&D-System bekommt. Deswegen habe ich hier noch Strahlenwaffen mit. Flottenkoordinator ist ja klar und zu guter Letzt harmlos. Das sind hier meine persönlichen Raumschiff-Traits oder Raumeigenschaften. Raumschiff-Traits, das ist auch schon hier so richtig schön denglisch. Aktiver Ruf, da habe ich dabei Quantensingularitätsmanipulation, brechende Tachyon-Kaskade. Biomolekularer Schild, irgendwas. Generator, glaube ich, ist das, ne? Ach, kann ich jetzt gerade nicht lesen. Antizeit. Antizeit. Ich muss doch, glaube ich, nichts mehr zur Antizeit sagen, oder? Vor allen Dingen mit diesem Schiff. Weil ich kann mit diesem Schiff Gravibrunnen mitnehmen. Und ich nehme bei diesem Schiff auch noch Vortex mit. Ah, diese wunderbare Kombination aus Gravi, Vortex und Antizeit. Ich liebe sie. Ich möchte sie heiraten. Nein, möchte ich immer noch nicht. Auf jeden Fall. Gucken wir jetzt mal. Raumrufeigenschaften habe ich natürlich mit Präzision. Fortgeschrittene Zielsysteme. Hilfsenergie, Konfiguration, Angriff, Offensive. Wie heißt es? Ach, komm schon, Spiel. Arbeite mit mir. Angriff. Alles klar. Und natürlich noch die verbesserte Panzerdurchdringung. Habe ich hier ausgewählt, weil ich denke nicht, dass ich einen Energiefrequenzierer brauche. Das Ding hat so viel Damage Resistance, das Ding hat so viel Hülle. Ich denke nicht, dass ich da unbedingt brauche, dass ich für jeden Schuss, den ich abgebe, ein bisschen Hülle wiederkriege. Ist nicht unbedingt notwendig. Weil ich allerdings mitnehme, hätte ich den fünften Slot freigeschalten. Jetzt kommen wir zu den Raumschiff-Eigenschaften. Wie gesagt, ich würde mir da echt wünschen, diesen fünften Slot freigeschalten zu haben. Schachmatt wäre vielleicht hier nicht schlecht, weil ich hier auch Exotic-Damage-Fähigkeiten mitnehme. Aber na gut, ich habe hier nur vier zur Verfügung. Also nehme ich mit alle Mann an Deck. Notenergie-Waffenzyklus. Reziprozität, weil ich habe hier nur jede meiner taktischen Fähigkeiten einmal mit. Das bedeutet, ja, ich brauche leider diesen Trade, damit sich meine taktischen Fähigkeiten öfter einsetzen kann. Schade, aber na gut, ich nehme es trotzdem mit. Und natürlich verbesserter Feedback-Impuls. Das sind meine Trades. Gucken wir mal ganz kurz noch zu den Stationen. Ich habe wieder Chemo mit, ich habe wieder Fired Will mit, ich habe Attack Pattern Omega 1, um ja quasi gegen Traktorstrahle immun zu sein. Deswegen nehme ich eigentlich immer Omega 1 mit, wenn ich es kann. Taktik Team 1 und Torpedo großflächig 2. Wie gesagt, ich bin Torpedo Junkie, ich brauche meine Torpedos und ja, rein theoretisch könnte man auf Chemo und auf Torpedo Spread verzichten. Müsste ich. Nicht Rezept mitnehmen, aber ich möchte nicht. Ich möchte beide Fähigkeiten mitnehmen. Dann habe ich mit Techniker-Team, offensichtlich warum. Ich nehme immer noch mit Schildpolarität umkehren. Das ist mir immer noch wichtig, weil ich mag die Fähigkeit sehr. Wenn meine Schilde mal so richtig down sind, kann ich das reinhauen und dann kriege ich meine Schutzschilde sehr schnell wieder. Dann habe ich natürlich noch mit Notenergie zu den Waffen 3 und
Augs to Dampeners. Diesmal nicht für die Damage Resistance, sondern diesmal dafür, dass ich mein Schiff ein wenig schneller um sich selbst drehen kann. Ja, natürlich, der Vorteil ist, dass wir mehr Damage Resistance bekommen durch den Duty, den ich natürlich mit habe. Das bedeutet, das Ding kann noch mehr aushalten. Alter, die Odyssee kann tanken, das ist ja echt sagenhaft. Interessant. Gut. Wissenschaftlich habe ich ja eben schon mal erwähnt, ich nehme mit einem Gravibrunnen 1 und einem Vortex 1 oder einem Subraumwirbel 1. Was Exotic Damage Fähigkeiten angeht, sind das definitiv meine beiden Lieblingsfähigkeiten. Dicht gefolgt vom Traktorstrahlrepulsor mit Gragamal, aber ich habe keinen Gragamal hier. Also nehmen wir Gravibrunnen mit und Vortex. Zusätzlich habe ich noch dabei Feedback Puls, logischerweise, ich hatte ja den Thread dabei und. Ich habe noch Gefahrenmitter dabei. So, das habe ich, das habe ich. Lass mich ganz kurz gucken. Habe ich, habe ich, habe ich, habe ich. Ach so, Duties fehlen noch. Ich wusste noch, irgendwas habe ich vergessen. Dienstoffiziere, nee, Mannschaft. Aktiv im Raum. Ein Steuermann, damit ich weniger Cooldown auf mein Ausweichmanöver habe. Deswegen nehme ich auch Steuermann noch mit als Trade. Energiewaffenoffizier, der mir die Chance erhöht und einen, der mir die Chance erhöht. Ups. Da sieht man, dass Sean entstanden ist, als ich nicht ganz so viel EC über hatte. Deswegen habe ich hier zwei mit, die die Trefferchance erhöhen. Jetzt frage ich mich gerade, was wäre, wenn ich hier noch einen mit hätte, der den kritischen Treffer Schaden erhöht? Interessant. Aber gut, Budgetgründe. Es tut mir leid. Ich würde euch hier auch empfehlen, nehmt lieber die mit, die kritische Treffer Schaden erhöhen, anstatt Chance. Nur so ein kleiner Tipp am Rande. Aber wie gesagt, das ist hier Budgetgründe. Dann habe ich noch mit. Könntest du. Toll, jetzt habe ich ihn rausgekickt. wo ist mein Suliban-Freund? Da ist mein Suliban-Freund. Und zwar mein Spezialist für Materie und Antimaterie für Auxodempnos, dass, wenn wir es einsetzen, ich mehr Damage Resistance bekomme. Wie gesagt, ist hier nicht unbedingt nötig, aber es ist die Kombination, die mir Tobi beigebracht hat. Und ich nehme die mit, wenn ich sie mitnehmen kann. Und als allerletztes haben wir hier noch einen Schadenskontrolloffizier, dass ich öfter meine Hilfsenergie zu Waffen einsetzen kann. Das sind meine Duties, das ist mein Bild, das ist meine Odyssee. Und jetzt gucken wir uns mal einen Damage-Test an. Jetzt. Ja, ich meinte ja nicht Rainer Sondern einer, der Kittel heißt. Ja, ich darf Muss ich mich jetzt. dazu äußern? Zack, ich hab ne Macke. Hast du? Gott, sehe ich Hast ja du gerade, dass Macke? neben der Enterprise J eine Galaxy geparkt hat. Ey, selbst das ist ein Baby gegen das Ding, dieses fette Vieh. Alter. Duck, was hast du da erschaffen? Da bevorzuge ich dann doch echt die NX. Na ja, Alle gut. los! So, also, go in three. Ihr seid soweit, ihr habt den Combat. Moment. Ja, wir müssen aber noch auf die Leute warten. Ja, nein, 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 Eben. ich frage bloß, ich frage bloß. Ich will jetzt nicht gleich losrasen. So, jetzt rasen wir Jetzt los. können wir. Okay. Oh, ich bin schon losgeflogen. Ups. 3, Eins, 2, 1. drei. Ja. Ja, toll, super. Jetzt startet mein Schiff nicht. Ich glaube, wir machen nicht mehr so viel Teamschaden. Oh, doch. Besser als die letzten paar STFs. Da ist noch ein Generator. Aber meint. Alles kaputt. Alles im Erdboden gleich. Alles kaputt. Ich meine, Oh hab gesagt, Gott. alles wie in der DDR. Oh. Nutzt dein Heimatland so in den Rücken zu fallen. Wieso? Ich bin doch nicht mehr in der DDR geboren. Da waren wir schon BRD. Pass auf, dass dich die Stasi nicht holt. Ja, wenn die das Die gehört hätten, existieren jetzt. immer noch, Ach, das ja. erklärt diesen Typen, der die ganze Zeit bei mir im Zimmer steht. Ich habe gedacht, das ist mein Captain Picard Pappaufsteller. Das muss ich gar noch von
Nee, du hast nur eine DDR-Fahne, oder? Ich habe nur eine DDR. Bild hast du nicht von Honecker oder von Ulrich. Doch, hab ich. Ich hab doch diesen Zollstock, wo die ganzen. Ach so, ja. Kannst da drauf fahren. Kanzlerfahne. Ja, ich weiß, das war jetzt dumm. Die ganzen Landesoberhäupter, sagen wir so, das ist dazu besser. Landesspastis. Spastis tut's auch gut. Ja. Ja. Diese ganzen Donald Trumps. Worum sitzt denn denn? Das ist was anderes. Die einen waren Tyrannen, der ist ein Vollidiot oder was? Gott, jetzt waren wir hier politische Themen im Video. Ich werde so gehatet. Ja, warum nicht? Ich glaube, ich muss den Mikrofon-Sound, unseren Sound hier rauscutten. Dann kann man sich besser auf das Geschehen konzentrieren. Bring mal ein bisschen aktuelle Politik in deine Videos. Was sagen Sie dazu, dass in Quedlinburg eine AfD-Zentrale direkt gegenüber einer Dönerbude ist? Geil. Döner ist geil. Das ist wieder eine richtig schlechte Runde von mir. Ja. So. Jetzt mache ich den Chat wieder an. Und. Oh, scheiße. Jetzt bin ich raus. Wir haben gerade nichts gehört. Leider gab es ein Soundproblem, aber wir wollten Voll, bin ich doof. DG, mein Gott, ich kam jetzt nicht drauf, was ich schreiben wollte. Ist ja grauenvoll. Ich bin so. Das ist schlecht von mir, ey. Niemand ist schon rausgegangen. Ja, ich, leider. Oh, was ist denn passiert? Ja, ich hab nicht mitgedacht. Ah, ich schäme mich. Schlecht, schlecht, schlecht. So, dann gucken wir mal, was mein Log so sagt. Ja, wir fangen ganz unten an, ich mit 46k. Dann kommt Nero Corleone mit 47, dann Tobi mit 54, Lutz mit 59,64 und dann Aldea mit 77,09. 59, na gut, okay. Nehme ich. Das kann ich nicht akzeptieren. 46, ach, die versteigerungsfähig, das war nicht so. Könntest du es bitte posten oder könnte einer von euch posten? Einfach nur, um es visuell unterstreichen zu können. Oh, und hier ist schon wieder eine fette Enterprise. Ja, das ist doch zum Kotzen. Warte, ich kann es jetzt privat kurz schicken. Ja. Ich frage mich gerade. Ich wusste nicht, ich habe jetzt gerade schnell gesucht, wo man das kopieren kann, weil ich das nie gemacht habe, weil ich das nie gefunden habe. Aber ich glaube, das ist jetzt das Richtige. Storn, Privatnachricht, Steuerung V. Das dürfte irgendein DPS sein. Ja, nice, finde ich gut. Das ist nichts. Ja, ja. 0, 0, 0, 0, 0, okay, damit kann ich, können wir was anfangen hier im Video? Ah, shit, jetzt hat der seine, doch, da ist es noch. Ich weiß nicht, wo man die kopieren kann. Copy Results. Und okay, Tobi, das macht hat Sinn. Mit aufgezeichnet, gibt Sinn. Doch, 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 ich habe aufgezeichnet. Also bei mir kam jetzt, danke sehr. Gerade in dem Augenblick, wo ich mir die Hangarschiffe von der Enterprise J angucke. Meins wurde abgeschnitten, aber das ist auch irrelevant. Muss niemand sehen. 46. Wobei ich, das Schiff ist nicht komplett ausgebaut. Ne? Darauf kann ich es ja schieben. Nee, aber na gut. Jetzt kommt auch nochmal Tobi seiner. Ja, 59 ist okay. Danke, ich bin mit dem Taktiker schlechter als du, ey. Es liegt bestimmt an der Odyssee als solches, weil das Ding einfach nur übertrieben ist. Finde ich immer wieder. Also, ich würde mal sagen, auf den Techniker, wie er eben gesehen hat, der nur ja Budget entsprechende Duties hat, 59k mit der Odyssee zu schaffen, das ist definitiv nicht schlecht. Empfinde ich so. Ja, ich denke mal, es gibt da draußen Techniker, die schaffen mit der Odyssee 500k und ja, zu denen gehöre ich nicht. Ja, auf jeden Fall muss ich mal sagen, Odyssee-Klasse. Es ist, damals als es rauskam, habe ich es überhaupt nicht gemocht. Stylistisch fand ich es scheiße und im Allgemeinen dachte ich so, Chevron Separation und Workbeast, das ist ein Rip-Off von eigentlich so ziemlich jedem anderen Föderationsraumschiff, was es bisher gab. Das Einzige, was mir damals an der Odyssee gefallen hat, war das kleine Eskortschiff hier hinten.
Nur wann kam nochmal die Odyssey Original raus? Ich glaube 2012, als Free-to-Play rauskam. Irgendwann so in dem Dreh. Ich glaube, ich kann es da ruhig laut sagen. Ich war damals auch noch im pubertäres Arschloch. Heute sitze ich nämlich hier und sage, es ist mein Lieblings-Star Trek Online-Raumschiff. Mein Lieblings-Original-Star Trek Online-Raumschiff, wenn ihr so wollt. Die Odyssey ist definitiv eines der besten Schiffe im Spiel. Ich empfinde es sogar noch als das Beste im Spiel. Objektiv gesehen kann man sagen, es ist eines der besten im Spiel. Abgesehen jetzt von Kreuzer-Dreadnought her, denke ich mal, dass der Kronos-Dreadnought, der temporale Dreadnought hier aus dem Zenstor, ich spreche nur vom Zenstor im Übrigen, ja. Zenstor, ganz große Klammer. Aber ich denke mal, dass die Kronos etwas besser ist als die Odyssey durch die ganzen Temporal-Stuff, die ganzen temporalen Fähigkeiten, die der Kronos hat. Ich denke, ich war dadurch die Kronos der Odyssey überlegen. Aber. Ich sag's ganz ehrlich. Konventionell gesehen ist die Odyssee immer noch eines der besten, wenn nicht sogar das beste Raumschiff. Wenn ihr jetzt wirklich sagt, ich mag die temporalen Schiffe überhaupt nicht, dann kann man, glaube ich, wirklich sehr solide sagen, dass das immer noch das beste Schiff ist, was ihr nehmen könnt. Abgesehen von den temporalen Schiffen. Die Frage ist jetzt halt bloß. Im DPS-Forum steht drin, dass wissenschaftlich und taktisch, die wissenschaftliche und die taktische Odyssee der technischen Odyssee überlegen sind. Und den stimme ich zu. Es ist bloß die Frage, die ihr euch vielleicht stellt. Lutz, welche würdest du dir jetzt eher kaufen? Und da sage ich, kommt auf euren Spielstil an und kommt darauf an, ob ihr das Bundle haben wollt, das komplette Tier 6 Odyssee Bundle, oder ob ihr nur eine Odyssee haben wollt. Wenn ihr jetzt nur eine einzelne Odyssee haben wollt, empfehle ich euch die taktische Odyssee. Weil die taktische Odyssee ist etwas, ja, ich denke mal, etwas leichter zu handeln, in Anführungsstrichen leichter. Auf jeden Fall bekommt ihr dort die taktische Konsole, die taktische Odyssee-Konsole. Und die empfinde ich von dem Flaggschiff-Set, also einen taktischen Computer bekommt ihr von der taktischen Odyssee. Und den empfinde ich von dem Odyssee-Paket her am besten. Diese Konsole finde ich dort am besten. Ich denke mal, es ist wirklich am effektivsten, diese Konsole mit dem Zeitlinienstabilisator zu kombinieren. Ja. Wenn ihr euch jetzt allerdings sagt, ich möchte das komplette Bundle haben, also ich will die taktische Odyssey wegen der Konsole und die technische Odyssey für Skin und Konsole und die wissenschaftliche Odyssey will ich halt fliegen, macht das. Also, wenn ihr das komplette Bundle haben wollt, euch echt empfehlen, nimmt die wissenschaftliche Odyssey. Lasst euch nicht davon abschrecken, dass das Ding nur zwei taktische Konsolen hat. Das mag vielleicht als eine Schwäche, ja, auf dem ersten Blick mag das eine Schwäche sein, ist es aber nicht. Ich habe es vorhin schon mal erwähnt, mir ist jetzt schon des Öfteren aufgefallen im DPS-Forum, dass man lieber in den taktischen Konsolen in eine universelle Konsole reintut, als eine. Ja, als ein Schwachstellenlokalisierer. Was ich sehr, sehr interessant finde. Also, dass hier zwei taktische Konsolen drin sind, das ist nicht weiter schlimm. Wir haben vier wissenschaftliche Konsolen und fünf technische Konsolen. Das heißt, man kann jede Menge Botschaftskonsolen mitnehmen und man kann jede Menge universelle Konsolen mitnehmen. Ich denke mal, es ist deutlich wichtiger mittlerweile als die taktischen Konsolen. Also, lasst dich nicht abschrecken. Ich möchte es nur noch mal betonen. Wenn ihr euch jetzt allerdings einzeln eine Odyssey holen wollt, holt euch die taktische Odyssey. Wenn ihr euch das Bundle holen wollt, holt euch die wissenschaftliche Odyssee. Ich denke mal, so kann man das sagen. Ich mag die Odyssees auf jeden Fall allesamt. Gut, die technische habe ich nicht geflogen, also war das schon wieder eine halbe Lüge, aber ja, Odyssees. Wie gesagt, wenn ihr die temporalen Schiffe nicht haben wollt, holt euch eine Odyssee. Ja, also. Das war jetzt erstmal das. Jetzt geht es ein bisschen um die Zukunft. Was habe ich vor, noch vorzustellen? Was Alien-Raumschiffe angeht, was jetzt nicht Föderationsraumschiffe oder ja, was jetzt nicht Föderationsraumschiffe angeht, wir wollen es nicht unnötig kompliziert machen. Nicht Föderationsraumschiffe habe ich ein Schiff schon ewig auf dem Schirm und zwar den Jemadar-Dreadnought. Den müsste ich aber nochmal grundauf überarbeiten, nochmal mich da reinfuchsen. Also es könnte eine Weile dauern, bis wir den sehen. Ja, aber den verspreche ich euch ja auch schon länger. Der kann kommen. Und der wird auch irgendwann kommen, aber ich muss erstmal gucken. Wie gesagt, ich muss mich erstmal reinfuchsen wieder in das Ding. Und zurzeit habe ich unheimlich Lust und Spaß an meinem Föderationscharakter, wenn ich Star Trek Online spiele. Ich habe in letzter Zeit sehr, sehr wenig Star Trek Online gespielt. Und dabei kam das hier zustande, dass ich einfach mal 3000 Zen habe.
Wir haben im Dezember und im Januar sehr, sehr viel Star Trek Online gespielt. Tobi, Sandro und ich und auch wir jetzt hier in den Livestreams. Und so kam es halt zustande, dass ich jede Menge Dilithium auf Halde hatte. Zwar noch nicht raffineriert, aber okay. Und dass ich jede Menge Reputation-Marken hatte, jede Menge Rufmarken. Und ja, dann habe ich halt in letzter Zeit nicht mehr so oft Star Trek Online gespielt. Und irgendwann fiel mir auf, oh, Moment, du hast ja alles raffineriert. All mein Dilithium ist ja raffineriert. Ach du meine Güter. Ja, und da hatte ich auf einmal genug Zen, genug Dilithium, um mir 3000 Zen zu holen. Weil Phoenix Lockbox rauskam. Nee, die Phoenix Box hieß ja bloß. Und dadurch ging ja der Dilithium-Preis ordentlich in den Keller. Und dann habe ich schnell zugeschlagen. Jetzt habe ich 3000 Zen. Und ja, es gibt ein Schiff. Da bin ich schon ewig am Überlegen, es mir zu holen. Ewig. Ganz, ganz lange. Und zwar die Hestia, die Tier 6 Prometheus, die hier unten ist. Ich habe die eben schon mal gesucht bei meinem dritten Versuch, hier das Fazit aufzunehmen. Hier ist die Hestia. Ja, auf jeden Fall bin ich ganz lange überlegen, mir die Hestia zu holen. Die Prometheus. Weil ich gebe zu, was mich unheimlich reizt, ist mal eine Prometheus mit Multivektor-Angriffsmodus zu fliegen. Ja, die habe ich im Übrigen auch. Ich habe die hier, die ist ja hier irgendwo vergraben. Ich habe mir die damals geholt, als rauskam, die Multivektor Prometheus. Ach, ich finde sie gerade nicht. Hier ist sie. Da. Ja. Ja, wie gesagt, hatte ich mir damals geholt. Fand sie okay, habe es aber nie wirklich so geflogen. Aber ja, es ist da halt die Hestia. Und ich bin schon ewig am Überlegen, sie mir zu holen. Schon erwähnt, ich bin ganz allein am Überlegen, einen Multivektor-Angriffsmodus Prometheus zu fliegen. Das Schiff als solches ist okay. Es ist eine Eskorte und mein Problem damit, komme ich jetzt gleich drauf zu sprechen. Auf jeden Fall möchte ich mir die primär eigentlich holen wegen den Trade, weil der Trade zahlmäßige Überlegenheit. Wenn ihr jetzt nicht unbedingt die Sens-Sens-Schiffe, nicht die Sens-Schiffe, die Lobby-Schiffe und die Logbox-Schiffe euch holen wollt, ich denke ich mal, ist der Trade von der Hestia immer noch sau, 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 sau stark. Ich bin mir jetzt sicher, bin mir jetzt gerade nicht sicher, ob der nicht eventuell sogar noch vom DPS-Forum genutzt wird. Kann sein, müsste ich nochmal checken. Aber Timmy hat den mir empfohlen und ich merke das bei Timmy, der nimmt den auf seiner Intrepid mit. 50k schafft er mit seiner Intrepid und das konstant. Und ja, ich denke halt mal, dass mir der Trade dolle helfen würde, wenn ich weiß, was er kann. Ich kann mich jetzt nicht hundertprozentig dran erinnern. Ich glaube, man bekommt 10 bis 50% mehr Damage. Ich weiß jetzt die Zahlen nicht mehr. Ich weiß bloß noch, man bekommt mehr Damage, umso mehr von eurem Team auf ein Ziel geht. Also auf gut Deutsch, da ist ein taktischer Bohrkubus und ihr macht mehr Damage. Je mehr von euren Teamkameraden auf diesen Borg-Kubus zielen. Und ich habe den Trade immer unterschätzt. Ich glaube, es war 10 bis 50%. Und dann fiel mir mal irgendwann mal so auf, wartet mal. Cryptic zählt ja im Team immer den Spieler selbst mit. Das heißt, man hat im Team 5 Leute. 10 bis 50%. Dann ging mir ein Kronleuchter auf. Dadurch, dass man nur selber mitzählt, kriegt man schon alleine, wenn man als sich selbst auf ein Ziel zieht 10% mehr Damage. Und oh, shit. Wegen Glühlampe. Und gerade jetzt, ich habe jetzt mit Absicht den taktischen Warkus erwähnt, weil das ist für mich immer so die kritische Stelle, wo man sehr viel DPS verliert. 50% mehr Damage kriegt man bei einem taktischen Borg-Kubus auf jeden Fall, weil der Punkt auf jeden Fall kommt, wo jedes Teammitglied auf den taktischen Borg-Kubus sieht. Und dann ging mir eine Glühlampe auf, wie gut dieser Trade eigentlich ist. Wie gesagt, die haben immer ignoriert, bis mir das halt dann irgendwann mal auffiel. Und ich habe diese 3000 Cent, ich bin ganz doll überlegen, die mir zu holen. Die ist ja. Jetzt gibt es aber ein Aber. Wie gesagt, ich würde auch sau, sau gerne die Prometheus fliegen im Multivektor-Angriffsmodus. Nur die BOs tun mir weh. Es ist eine Eskorte. Ihr wisst, ich bin nicht der Eskort-Freund. Das Ding erinnert mich dann doch sehr an die NX-Klasse und die NX, ja, habe ich ja erwähnt, mag ich. Vor allen Dingen mit Oxodämpfen aus, finde ich, geht es, dass sich das Schiff irgendwie über Wasser hält. Hier haben wir die Odyssee, Quatsch, die Odyssee, schon die Hestia. Und was sehe ich? Eine Lieutenant-Taktik und eine Commander-Taktik. Und das tut weh, das tut richtig dolle weh.
Weil ich möchte gerne, dass dieser Lieutenant Taktik universal ist oder beliebig. Ah, dann wäre das Ding. Dann hätte ich das Ding mir schon dreimal geholt. Aber so, ah, das tut so weh. Weil wir können nur einen Lieutenant Commander Technik-Führung mitnehmen. Und das ist so, ja, das ist hakelig. Das ist dolle hakelig. Da bin ich ganz doll am Überlegen, was man da machen kann. Lieutenant Commander Wissenschaft hört sich auf jeden Fall nicht schlecht an. Ein Fähnrich, beliebig oder wie ich es immer nenne, universal. Ja, ich denke mal, es wäre für mich ziemlich klar, dass ich diesen Fähnrich zum Wissenschaft machen würde. Ich bin aber noch am Überlegen. Ich will halt noch ganz doll überlegen, ob ich mir die Hestia hole, ob ich mir die Prometheus jetzt hole oder nicht. Aber das wäre dann eins dieser Schiffe, was ich vorstellen wollen würde. Lange Rede, kurzer Sinn. Wie gesagt, dieser Trade ist wirklich, der ist nicht zu unterschätzen. Und es gibt momentan ein Schiff, bei dem ich ganz doll am Überlegen bin, es zu überarbeiten. Und das schon etwas länger. Ich bin zwar zufrieden mit dem Schiff, aber ich habe halt das Gefühl, dass ich mehr Damage mit diesem Schiff machen kann. Und dass ich, ja, mit dem ganzen Spezialisierungssystem und hast nicht gesehen, denke ich, darüber nach meine Tier 6 Galaxy zu überarbeiten. Und bei der sehr, sehr unkonventionell zu denken. Ich bin nur noch am Hin und Her überlegen, wie ich es machen kann. Ich hätte das ja, ihr habt das ja gesehen im PvP gegen Timmy, dass ich mit meiner Galaxy das Spionage, nee, Quatsch, das Zeitagenten Spezialisierungssystem habe und Luna ist ein Wissenschaftsoffizier, die Andromeda ist ein Schiff. Ich habe es damals gesagt, als er rauskam, was mir an dem Schiff missfiel, war, dass die Galaxy nicht einen Lieutenant Commander Sai bekommen hat, sondern nur einen Lieutenant Sai. Ich könnte mir vorstellen, dass die Standard-Galaxy-Klasse sehr von einem wissenschaftlichen Bild profitieren könnte, hätte sie diesen verdammten Lieutenant Commander Sai. Okay, aber ich bin halt am Überlegen, wirklich absolut unkonventionell zu denken und die Galaxy mal ganz anders zu fliegen. Unter anderem einer dieser Gedanken, der mir die ganze Zeit durch die Gegend schwirrt, ist, Subraumwirbel mitzunehmen und Traktorstreuepulser. Für Traktorstreuepulser brauche ich allerdings noch gerade mal. Ich muss ganz ehrlich sagen, Traktorstreuepulser hat mich umgehauen. Ja, das ist so eine Konfiguration, über die ich gerade nachdenke, was den wissenschaftlichen Bereich angeht. Denn die Trails natürlich logischerweise überarbeiten und so weiter und so fort. Ich bin ganz doll am Überlegen, die Galaxie zu überarbeiten. Und ich habe schon mal so ein bisschen reingeguckt, wie ich das machen könnte. Ich habe verschiedene Ideen, aber es ist noch relativ schwer für mich, da eine konkrete Linie zu bekommen. Ja, aber das ist eines dieser Schiffe, was ich echt überlege, euch nochmal vorzustellen. Und zwar mit einem relativ, in meinen Augen, unkonventionellen Bild. Aber gut, das, ja. Das könnt ihr mir ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr darüber denkt. Wir machen jetzt hier Schluss. Nochmal zum Abschluss kann man nur sagen, die Odyssee ist eine Bombe, die, ja, wenn sie hochgeht, richtig Bums macht. Ja, also wie gesagt, wenn ihr eine wissenschaftliche Odyssee habt, packt sie aus, probiert sie aus. Macht was draus. Das Ding macht Spaß, das Ding bringt Freude. Und ich werde jetzt mich noch weiter verhaspeln mit meinem Deutsch. Würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin. Tschaußen. Thank you.